Hat er sich einer auf die Schnauze gepackt? Ich glaube schon. Nein! Oh, Bruder. Alter, was war denn das für ein krasser Stunt, ey? Voll da lang geslidet. Das wäre jetzt echt gewesen, ey, wenn ich mich jetzt aufs Maul gepackt hätte. So, ich bin ready für den nächsten und letzten Triathlon. Und muss ich mich hier wieder irgendwo melden? Guten Tacho. Oh, was ist denn hier los? This also acts as a waiver. So the heart attack is 100% on me. So. Und das ist der Coyote Cross Country Triathlon, der ultimative Test für jeden Triathleten. Und das ist wirklich ein das längste Rennen der Welt. Genau. Das längste Rennen der Welt. Ist manchmal relativ kurz, aber wird schon passen. Los geht's. Yippie! Ah! Aus dem Weg! Da habe ich schon den ersten umgehauen. Alter, warum sind die denn so schnell? Und es heißt natürlich wieder X drücken. Wie blöd. Ja? Hui, 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 hui. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange das wirklich geht. Weil die letzten waren ja von 3 Minuten über 5 Minuten, glaube ich, ne? Ich glaube, einer war 3 Minuten oder 3,5 und einer war 5 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Und der hier, der geht, glaube ich, ein bisschen länger. Aber wir gucken mal. Ich glaube, das Ziel, ich traue mich jetzt gar nicht dahin zu gucken. Auf jeden Fall da oben irgendwo. Da oben. Ja. Auf dem Berg. Was war denn das zweite nochmal? Das zweite war Fahrradfahren. Okay, Fahrradfahren und danach laufen. Und da bin ich ja mal gespannt, wie es jetzt mit meiner Ausdauer aussieht, ob da noch was passiert oder ob ich schon so krass trainiert bin, dass da nichts mehr passiert. Ja. Tschu-tschu. Tschu-tschu-tschu. Ich habe mir auch schon eine Druckdatei vorbereitet für meinen längeren Druck. Den werde ich da wahrscheinlich am Sonntag starten. Und damit der Montag fertig ist, der geht, glaube ich, auch so 22 Stunden oder 26. Das wird eine Zombie-Figur von Dying Light 1. Und ich habe mir da einen neuen Sockel gebaut für die Figur, weil der alte Sockel, der ist mir zu groß. Da würde das, glaube ich, mit diesem Sockel würde das viel zu lange dauern. Und falls ich noch einen Sockel brauche, dann drucke ich mir einfach noch einen zweiten. Ne? Und demnächst habe ich auch mal Bock, das Ding anzumalen hier, weil ich habe mir die Farben gekauft, aber ich komme einfach nicht dazu. Dass ich vielleicht mal einen Stream mache, wo ich mal so ein Viech einfach anpinsel und total dran scheitere. Ne? Schauen wir mal. Anpinseln und scheitern. Ich habe mir letztens so ein YouTube-Video angeguckt von so einem Typen. Absolut abgefahren. Der macht das mit Airbrush. Und der macht das schon länger. Und das ist richtig geil geworden. Also hätte ich nicht gedacht, ne? Aber ich kann hier leider keinen Airbrush machen, weil ich habe hier direkt meinen Mac stehen. Und ich habe hier keinen Bock, dass ich da mal mit dem Ding dagegen sprühe. Oder ich bräuchte irgendwie so einen Schutz, die ich davor setze. Und auch vor die Kamera. Ne? Da brauchst du, glaube ich, wie so ein extra Raum oder so. Weil da entsteht ja schon. Ja, steht ja schon diese kleinen Partikel. Wuscheln ja da rum. Aber mit dem Pinsel sehe ich da kein Problem. So, Alter, das ist ganz schön weit, ne? Ich bin jetzt schon hier 3,5 Minuten am Schwimmen. Und die anderen Boys, die sind auch direkt hinter mir. Boys and Girls natürlich. Ich glaube, das waren nicht nur Männer, sondern waren auch Frauen dabei, oder? Naja, wir schauen mal.
Das ist schon ein ganz schönes Stück. Aber deswegen ist er ja auch der ganz große Marathon, Triathlon. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Marathon und Triathlon? Marathon läuft man nur, ne? Oder? Keine Ahnung. Der große, große Triathlon. Ich kann mich nicht mal kratzen, Alter. Ich kann mich nicht mal kratzen hier. Den Controller die ganze Zeit drücken muss hier. Marathon ist nur Laufen. Hm? Man kann hier, glaube ich, auch noch irgendwie einen Knopf drücken, dann kann man von oben gucken. Was war denn das? Okay. Hier, Kreis. Kreis kann man drücken. Ist natürlich die... Könnte natürlich passieren, dass man dann nicht mehr auf Platz 1 ist. Ich kann natürlich hier den machen, aber ist auch nicht so geil. Und ich glaube, beim zweiten Pfeil da hinten, ne? Da geht's, glaube ich, dann raus, ne? Da muss man dann raus und dann Fahrrad fahren. Ja, gucken wir mal. Hier ist schon wieder ein Flugzeug. Messerflüge habe ich auch schon gemacht und Rückendinger. Bis auf ein Brückending. Das machen wir heute auch noch. Wir machen jetzt erstmal Marathon. Danach kommt Trevor mit 2 Missionen. Und dann machen wir Franklin. Nachtrennen, denke ich mal. Dann gehen wir rüber zu... was fehlt denn noch? Straßenrennen? Schmuggler? Mal gucken. Oh, guck mal, die nehmen schon eine andere Route, Alter. Die sind direkt neben mir. Die Schweinebacken. Ich glaube, es bringt auch nichts, wenn ich stärker drücke, ne? Also wenn ich schneller drücke, X. Das bringt auch nichts. X drücken bringt nichts drücken. So, die müssten ja gleich mal meine Bahn kreuzen, oder? Die sind doch direkt neben mir. Aber ich kann doch nicht nach hinten gucken, weil wenn ich nach hinten... Ah! Da sind sie! Schweinebacken, Alter. Einer hat mich überholt. Hier sind wirklich nur Männer, oder? Ja, wäre ja wahrscheinlich ein bisschen unfair, ne? Wenn ich hier noch mit einer Frau rumwuscheln würde. Gib Gummi, Junge! Gib alles! Gib alles, was du hast. So. Zack. Und los geht's. Und da vorne gibt's wieder Fahrräder, oder was? Ich sehe sie noch nicht. 7 Minuten, Alter. 7,5 Minuten. Wahnsinn. Lauf! Lauf, Bruder! Wo ist das Fahrrad? Ich nehme gleich das hier. Aus dem Weg! So. Ich bin auf dem Fahrrad. Weiter geht's, Freunde. Ich sehe aber noch nicht die Ausdauer, ne? Dass die Ausdauer runtergeht. Vielleicht ist es ein Bug. Vielleicht haben sie da... Oder ich, das ist so, dass ich... Weil ich habe ja alles volle Pulle, ne? Also die ganzen Fähigkeiten sind, glaube ich, voll aufgelevelt. Und dass da irgendwie nichts... Dass da nichts runtergeht. Junge, da hinter mir ist einer. Und das Ding ist, das muss ich gewinnen. Ich muss das gewinnen, ja. Verlieren gilt hier nicht. Junge, wo muss ich denn hier langfahren?
Aber ich gehe mal davon aus, dass ich wieder 7 Minuten fahren muss. Ja, moin. Ist klar. Alter, ich kann nicht schneller fahren als der. Wie geht das denn? Ich mach mal Windschatten. Aber ich glaube, das bringt auch nichts. Es könnte auch sein, dass die das, dass sie das geplant haben, die Schweinebacken. Dass sie das einfach so durchgewunken haben. Dass sie gesagt haben, Alter, wir müssen den mal ein bisschen, ne, ein bisschen Zündstoff. Da hätte ich natürlich... Ach nee, hätte man nicht. Ich würde schon sagen, ich hätte eigentlich da über den Rasen fahren können. Aber ich glaube, das geht nicht. Bin ich noch richtig? Ich glaube, einer hat sich gerade aufs Maul gepackt. Ich kann es aber nicht sehen. Weil ich hier wirklich Vollgas geben muss. Aber ich glaube, einer hat sich hingepackt. Besser für mich. Viel besser für mich. Ich glaube, den Controller kann ich danach wegschmeißen, Alter. Das ist ja... Das ist ja wie so ein Langzeittest, ne? Wo du die ganze Zeit nur X drückst. Ist schon wieder einer hinter mir, das gibt's doch nicht. Ein ganz schlauer. Gib Gummi, Michael. Also wenn ich jetzt berghoch fahre, verschwindet auch nichts von der Ausdauer. Boah, ich freue mich jetzt schon aufs Laufen, ey. Nicht. Gib Gummi! Oder zieh! Na, ja moin. Wo kommt der denn her? Noch einer! Alter, was ist hier los? Ich drück wirklich wie ein Blöder, ne? Ich drück wie ein Blöder, Alter. Come on! Das gibt's doch nicht. Wieso haben die mich denn überholt? Aber ich glaube... Oh, das ist schon wieder der Nächste! Ja, moin! Vielleicht muss ich ein bisschen hier ein bisschen abkürzen. Junge, 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 wir fahren nach Los Santos, ne? Kann das sein? Also in die Stadt. In die Stadt meine ich natürlich. Shitty. Was hat er gesagt? Shitty? Der spinnt. Das habe ich überholt. Ein Ding. Immer schön intakt bleiben. Witzig wäre gewesen, wenn du jetzt zum Beispiel Pause drückst, Optionstaste, dass die dann gesagt hätten, also wenn du jetzt Pause drückst, dann endet das und du musst wieder von vorne anfangen. Hallo! Meine Fans an der Straße. Tatsache, Alter, ich bin hier mitten in der Stadt. Ich dachte eigentlich, ich muss auf den Berg hoch. Aber vielleicht kommt das ja noch. Schauen wir mal. Oh, boy. Mitten durch die Stadt gucken. Ist auch immer geil, ne, wenn die Stadt mal leer ist hier. Keine Menschenseele, nicht mal Fans, keine Autos. Zieh! Zieh! Someone still got it. Junge, wer hat sich das denn nur ausgedacht? Ja, moin, ist klar. Das ist ja Quatsch, oder? Das ist doch Quatsch, was der da gerade gemacht hat. Guck mal, wie weit der vorne ist. Vielleicht ist mein X-Button kaputt.
Vielleicht, wo habe ich den gerade zerstört? Okay, da hat jemand geschrien, ich weiß nicht warum. Und ich drück wirklich schnell. Ich drück wirklich schnell, ne? Ja, moin. Noch einer. Junge, die haben den ja nur geschnitten. Die haben den ja gar nicht. Come on, Michael. Come on, Michael. Gummi. Ich verstehe nicht ganz, wo ich hier noch laufen soll. So, wir sind jetzt ungefähr 7 Minuten mit dem Fahrrad unterwegs, oder? Ich weiß gar nicht, 6:30 bin ich raus. Ja, 6. Ihr könnt sich mal aufs Maul packen, da vorne. Hinter mir ist auch direkt einer, ey. Piece of shit! So. Oh, ich kann gleich nicht mehr. Und ich muss noch laufen, ne? Rennen. Wie soll ich das durchhalten? Oh, Michael. Zieh! Ideallinie. Das schaffst du ja wohl. Aber ich sehe immer noch kein Ziel, ne? Also, kein Fahrradziel. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich hier noch lockere 5 Minuten weiterfahren muss. Bevor ich dann endlich mal zum Laufziel komme. So. Ich bin direkt im Windschatten, aber trotzdem komme ich nicht vorbei, ne? Jetzt ist er einfach zurückgegangen. Der kleine Lauser. Einfach so. Hat sich nicht mal die Mühe gemacht, ey. Come on, look at that. Look at that. Ein bisschen wenig Publikum hier. So, jetzt wird es gleich interessant. Ich glaube, wir müssen ja langsam mal zum Lauf-Ding kommen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich nochmal zurücklaufen muss zu dem Berg. Weil es ist ja schon ziemlich weit. Was ich jetzt, also wenn man das im Vergleich sieht mit dem Fahrradfahren, wird jetzt nicht ganz so lang, aber trotzdem. Ja. Guck mal, 17 Minuten. Ich fahre jetzt schon über 10 Minuten mit dem Fahrrad und drück den, hämmer den X-Button hier, wie ein Blöder. Alter. Und immer noch kein Ziel in Sicht. Ja. Midlife Crisis, Alter. Das gibt's doch nicht, Alter. Wie weit ist denn das noch? Ja, moin. Wo kommt der denn jetzt her? Also. Macht keinen Sinn, ne? Macht überhaupt keinen Sinn. Und noch einer. Natürlich. Stay strong. Stay strong, Michael. Michael DeSanta.
In GTA 4 gab es auch nur so eine Trophäe, da musstest du jedes Rennen fahren und gewinnen. Jedes Rennen. Und da haben wir uns früh getroffen. Ich weiß nicht, wie viel wir waren. Also so, dass wir da, ich glaube, 8 Leute. Damit wir die Lobby voll bekommen. Oder waren es 16? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall waren es sehr viele. Und dann hat jeder mal ein Rennen gewonnen, ne? Und ich glaube, nachmittags irgendwann waren wir fertig. Ich glaube, 9 oder um 8 haben wir uns verabredet. Und es waren doch wirklich alle da, ne? Und ich habe die Trophäe auch bekommen. Und was muss man in GTA 5 machen? Genau, man muss Fahrrad fahren. Ich und Fahrrad fahren, Alter. Zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Piu. Oder wie weit ist denn das noch, ey? Und hier sind Menschen. Menschen. Oh, Vorsicht! Hä? Hier lang? Ah! Okay. Das gibt es nicht, ey. Das gibt es nicht. Wo ist denn hier das Ziel? Also, ne? Das Laufziel. Hat das sich einer auf die Schnauze gepackt? Ich glaube schon. Nein! Oh, Bruder. Alter, was war denn das für ein krasser Stunt, ey? Voll da lang geslidet. Das wäre jetzt echt gewesen, ey, wenn ich mich jetzt aufs Maul gepackt hätte. Shit. Das hätte ich jetzt echt nicht gebrauchen können. Da kommt schon wieder einer angedüst, ey. Hinter mir. Der soll sich mal einfach mal aus dem Staub machen hier. Oh Gott. Oh boy. Ah. Es endet einfach nicht, Freunde. Es endet einfach nicht. Ich fasse es nicht. Ich bin hier immer noch am Fahrradfahren. Das war einer. Gib Gummi, Michael, gib Gummi. Ja, da kann man sich so mal ein bisschen die Stadt angucken, ne? Ja, komm, fahr doch hier vorbei, ne? Da kann man sich so ein bisschen die Stadt angucken, die man sonst eigentlich so gar nicht so wahrnimmt, weil man einfach nur durchdüst und die ganzen Details nicht anschaut. Life and Waiter. Yeah! Also hier hätten sie mal wirklich ein paar mehr hinstellen können, ne? Das ist ja wirklich wenig. Wirklich sehr wenig. Allerdings, die Stadt ist ja wie ausgestorben. Keiner mehr da. Und die Sonne geht auch gleich unter. Junge, 22 Minuten unterwegs hier. Was ist los? Now, this is a midlife-crisis I can enjoy. Ja, Midlife. Die gute Midlife-Crisis. Oh, guck mal. Lauf zum Kontrollpunkt. Ja, los geht's. Ich fühle mich ein bisschen langsam, ne? Ich fühle mich irgendwie ein bisschen langsam hier. Wo ich jetzt hier am Rennen bin. Bringt das was, wenn ich springe? Eigentlich nicht, ne? Werde ich eher noch langsamer. Hello, hello, friends. Och du Scheiße, Alter. 23 Minuten geht dieser Triathlon schon. Und ich renne jetzt.
Man glaubt es kaum, aber ich bin am Rennen. Einmal durch die Stadt. Die Sonne geht unter. Yeah! Die feiern mich alle. Meine Fans. Die besten. Die besten Fans. Ich bin ja gespannt, ob da noch irgendwas mit der Ausdauer passiert, weil ich bin jetzt wirklich hier die ganze Zeit am Drücken. Ich hoffe, das ist auch richtig. Nicht, dass ich gar nicht drücken muss, sondern gedrückt halten muss. Ja? Aber ich denke mal, das passt schon. Einer hat sich, glaube ich, verlaufen, ne? Der ist irgendwie noch auf der Map, wenn ich mir die jetzt so angucke, die Map, dann hat er sich wirklich verlaufen. Der ist da irgendwo oben. Also du kannst natürlich halten, ne? Aber dann rennt der nicht schnell. Das geht. Also dann sprintet der nicht, dann rennt der ganz normal. Ich will das jetzt nicht ausprobieren. Ich glaube, ich muss nur den Berg hochrennen, ne? Da oben ist dann wahrscheinlich das Ziel. Könnte ich mir vorstellen. Muss auch mal nicht sein. Aber ich gehe mal stark davon aus. Oh Gott! Ich muss nach vorne, muss ich auch noch drücken. Jetzt habe ich kurz nicht nach vorne gedrückt, ey. Bruder. Ich glaube, im Online-Modus ist es anders. Da kannst du einfach gedrückt halten, dann rennt der schnell. Also ganz schnell, so wie jetzt. Zieh. 25 Minuten. Ich würde so gerne mal zurückgucken oder mal über die Kamera. Ne, über diesen... Das hätten sie mal auf eine andere Taste legen sollen, so L1 oder so, dann wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber das ist jetzt Kreis. Und Kreis ist genau rechts. Also schräg rechts drüben. Ne, da ist Kreis. Und unten ist X, also... Kann ich jetzt nicht einfach Kreis drücken? Ich muss ja gewinnen. Ich habe es meiner Familie versprochen. Ich ziehe das durch. Ja. So, wir sind jetzt auch schon fast bei 26 Minuten, die ich hier X schmettere. Ja? Kann man wahrscheinlich morgen gar nicht arbeiten, weil mein Daumen taub ist. Oh Gott, was hat er jetzt gemacht? Michael, was machst du? Ich glaube, Michael schwächelt. Michael schwächelt. Bruder, nicht schwächeln. Nicht schwächeln, Bruder. Halt durch. Du kannst es. Da ist das Ziel! Da ist das Ziel! Oh! Zieh! Michael. So, jetzt könnte ich theoretisch mal zurückgucken. Ach, da kommt einer. Ha! Aber ich schaff's. Erster Platz. 26 Minuten und 29 Sekunden. Was ist der Weltrekord? Steht nicht da. Naja. Nice. War das nicht geil? Ich fand's geil. Michael findet es auch geil. Der hat direkt ein T-Shirt wieder ausgezogen. So kennt man ihn. Dip, ich bin Michael, der Nudist.